Hallo und herzlich willkommen zu Revelation Closed Beta 2. Hallo! Wir sind wieder unterwegs. Wir haben uns neue Charaktere erstellt, um zu gucken, was so alles neu oder anders da ist. Die alten Charaktere sind tatsächlich noch vorhanden, also vielleicht spielen wir auch nochmal mit denen, je nachdem. Ich bin als Spirit Shaper unterwegs. Jo, und ich bin diesmal ein Sword Mage. Mal gucken. Richtig. Oben rechts haben wir schon wieder ein Gift. Gifts richtig. Sind immer gut. Das picken wir alles mal ab. Auch Pick-up. Das andere wieder, ne? Ja, alle drei. Das, was wir letztes Mal vergessen haben. Genau. Und schon haben wir ein volles Inventar. Können wir das aufmachen? Oh, das können wir schon aufmachen. Sehr schön. Wo war das nochmal? Was? Das Inventar, das auf war ja nicht B. Auf B. Ach, geht ja noch. Ja. Na gut, ich würde sagen, wir laufen einfach mal los. Ja, also, diesmal wird es so ablaufen, dass wir spielen jetzt erstmal ein wenig zusammen, aber wegen den Feiertagen werden wir uns dann aufteilen mit Spielen. Das heißt, ihr werdet mal nur Toggi oder nur mal mich zu Gesicht bekommen, aber ich denke, wir kriegen das trotzdem ganz gut hin. Genau. Tut mir leid. Ich habe ein bisschen Husten und so. Gut, fangen wir wieder an mit Taku zu reden. Hallo Taku. Ja, der Seagod Festival. Kennen wir alles. Ist immer noch nicht synchronisiert. Schade, schade. Ja, der Anfang war auch noch auf. Woher kommt das Spiel? China. Chinesisch müsste das dann sein. Nee, Chinesisch, weil. Yes, Level 8. Da ohne Untertitel. Ich hoffe, da kriegen wir irgendwann mal nochmal zu Gesicht, was sie da von uns wollen. Ich hoffe es. Hallo. Wo bist denn du schon wieder hin? Na, es kann sein, dass du mich nicht siehst wegen diesem komischen. Ach ja, das ist ja hier. Modus gesehen. Tab. Ich visiere gerade nicht den Dummy an. Den. So. Okay, das können wir. Wir können einen komischen Vogel werfen. Irgendwas anderes. Und wir heilen uns. Okay, Also Schaden machen. Schaden auf alle in der Nähe. In a Firefly Sorrow State. Ah, okay, das ist Damage over Time und das ist heilen. Mich oder einen anderen. Na gut, okay. Dann kommen wir, glaube ich, klar. Ja, genau, wir sollen das jetzt 100 Mal machen. Ich glaube nicht. er kocht. Okay. Ich probiere übrigens jetzt mal einen anderen Tastenmodus aus. Laufen immer noch mit WASD, aber die Kamera muss ich immer drehen mit linker oder rechter Maustaste. Soll aber einfacher sein mit dem Spirit Shaper, weil man nämlich direkt Ziele anvisieren kann und die bleiben dann auch anvisiert. Hui. Das ist ganz praktisch zum Heilen. Ja. Im Sword Mage wird das auch empfohlen, deshalb mache ich das auch. Aber ich hatte das schon ausprobiert im letzten Durchgang, als ich mit Spirit Shaper gespielt habe. Kennt man auch so von einem MMORPG. Schick sehen wir aus. Schick. Ja, ne? Wird es schon wieder gemobbt. Gott, ich mache ja gar keinen Schaden. Hast du die Videosequenz übersprungen? Oder bist du nicht schneller als ich? Nee, ich habe noch ein kleines Kopfvieh hier gekillt. Ich wollte mal wissen, wie das schon technisch aussieht. Keine Mobs wird geärgert.
Wir wissen immer noch nicht, was die Frau uns erzählt. Ich muss auch gleich mal gucken. Was müssen wir denn jetzt machen? Achso, wir müssen komische Krüpfviecher killen. Kann ich jetzt schon meine... Nee. Und oh, wir haben schon zwei besiegt, das ist ja cool. Fertig. Ja, mir fehlt noch eins. Ja, ich werde auch angeboten von mir. Und ich you monkey, let... Oh, get that. Das ist das Eiern. Tschüp, 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 tschüp. Mhm, mhm. Wir helfen dir. Das ist kein Ei, das ist ein Jeep. Cheep, 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 cheep. Und wir sollen jetzt, bist du fertig? Wo bist du? Wo? Ich stehe noch hier neben Taku. Ah. Neben Taku. Taku ist für mich nicht mehr da. Ach so. Da bist du. Ich könnte dich ja mal in die Gruppe einladen. Das ist vielleicht gar nicht so gut, oder? Das stimmt wohl. Na, wo ist es denn? Invite to join team. Except. Yes! Sehr schön. Das war tatsächlich auf Englisch. Letztes Mal war das noch auf Chinesisch. Die Anfrage? Ah, das ist gut. Hat die gerade schnell irgendwas gebrabbelt? Ziehen wir den Drachen hoch. Juhu! Das können wir inzwischen richtig tun. Ja. Juhu, juhu. Ich weiß nicht, das war aber auch schon alles auf Englisch hier, oder? Ja. Ja. Der Anfang war, glaube ich, recht Englisch. Englisch-lastig, ne? Die Hauptquest war sowieso hauptsächlich auf Englisch, aber die Sidequest müssen wir mal gucken. Genau. Ja. So, hallo. Ja, ich glaube, durchlesen ist das alles nicht. Wenn ihr wissen wollt, was genau die sagen, dann guckt euch die erste Close-Beta an. Richtig. Ja. Wir werden hier hauptsächlich darauf gucken, was ist neu, was ist anders. Gibt es Verbesserungen? Also was auf jeden Fall schon mal viel besser ist, ist, dass die Server nicht komplett überladen sind. Es gibt inzwischen zwei Server. Ja. Und dadurch kommt man halt auch viel schneller drauf, ohne dass alles direkt überladen, voll wird ist. Ja. Das ist schon mal recht entspannt. Let's check. Hey, jetzt kommt ja wieder dieses Action-Ding gedöns, ne? Action-Video? Yep. Space! Shift B! Shift B! Space!
bin ein bisschen hinter dir und ich kann mich jetzt schon auf die vorbereiten. Ja. Weh. Nein. Du bist so gemein. Jetzt wäre ich beinahe wegen dir abgestürzt. Nein, das tut er ja nicht. Wenn man was Falsches drückt, passiert nichts. Auch witzig. Ja. Und wenn man gar nichts drückt, passiert leider auch nichts. Der Creature. Ah ja, jetzt kommt. Akuta. The Pride of the Guardians Akuta. Das konnten wir, glaube ich, beim letzten Mal noch nicht lesen. Das sah aber auch nicht wirklich professionell aus, wie es da stand. Ich hoffe, das verbessern sie noch. Ah, der kotzt mal wieder. Ja, wenn ich vom Dach falle, würde ich auch kotzen. Das ist richtig. Use Mentha Leaves. Ich glaube, das war auch noch nicht alles. Also es ist schon mehr übersetzt worden, auf jeden Fall. Ja, die Aktionen sind auf jeden Fall auch schon übersetzt. Bisher. Wir wissen ja nicht, wie es später aussieht. Ach ja. Neuer Skill. Hat man so bald seine nächste Waffe bekommen? Okay. Ja, irgendwo anscheinend, ne? You learned a skill. Und Level 9. Pick up. Use. Was auch immer das bringt. Wir haben auf jeden Fall irgendwo einen Traum. Cake. Oh mein Gott. Also ich habe als Swordmatch drei verschiedene Elemente und muss dann immer im Überblick behalten, auf welchem ich gerade bin und was dementsprechend welcher Skill für eine Auswirkung hat. Die Achievements haben jetzt deutsche Namen. Das ist gut. Auf jeden Fall den ich gerade habe. Oh, ich habe eine Kiste. Hast du die auch gerade aufgemacht? Ja, die habe ich gerade alle aufgemacht. Super niedlich! Delfino! warte, ich muss erst diese Leute, die sicher hier töten. Ja, die habe ich auch noch nicht getötet. Ach so. Oh Gott, es ist gewöhnungsbedürftig, dass ich die... Warte. Wir klären das hier kurz. Ja, genau. Das kann ich vielleicht angreifen. Also ich kann mit... Ich glaube, das war's. Ich habe erst eins. Echt? Ja. Zählen die nicht für dich, die ich gekillt habe? Sieht so aus. Dann gucken wir mal an, was du so tust. Eis. Blitz. Ich will gar nicht dahin schießen. Dann schießt du woanders hin. Jetzt schießt du die Krabbe. Kill it with Blitz. So, und ich versuch grad mal mit Tab. Da ist noch einer. Los, töte es! Blitzdings ist. Nice. Jetzt Sturm wahrscheinlich dann, ne? Ich denke. Sturm, ja. Ich kann nämlich auf 4, also mit der Steuerung, die ich benutze, kann ich auf 4 meine Fähigkeit wechseln und ich habe Feuer, Eis und Sturm. Ich kann ja mal hier. Mach mal. Zeig uns mal was. Mach mal Party. Ist jetzt Feuer? Das ist Eis. Eis? Sieht eisig aus. Und Sturm hatte ich gerade. Ja, Sturm haben wir schon gesehen. Sehr cool. Sehr cool. Aber die Ulti hat, also die dritte, die fünf, die ich gerade bekommen habe. Oh. Ah, ich glaube, die funktioniert. Ja, die lädt. Ah, ich lade meine Elemente quasi auf. Über Zeit. Okay. Und erst wenn ich die aufgeladen habe, dann kann ich die. Den Skill, den Searing Wake heißt der, den habe ich gerade von Akuta bekommen. Benutzen. Okay. Das ist sehr interessant. Zeige ich euch, wenn ich mal aufnehme. Ja. Ich vergesse das nicht. Ich habe gerade was Interessantes gesehen. Bei meiner Glocke. Da kriege ich immer, wenn ich Skills mache, kriege ich Fauna.
dazu. Und wenn ich heile, dann erhöht sich die Heilung durch die Fauna, die ich bekomme. Und ich kann irgendwie das ist ja cool. 6 Stacks oder so dazu bekommen. Da, jetzt habe ich einen dazu bekommen, hier unten. Und wenn ich jetzt hier Miauwis einmal heile, dann geht er weg und ich heile dich ganz doll. Und so halte ich dich ein bisschen weniger. Hast du das gesehen? Das war mein Feuerding. Ja, bestimmt. Okay. Huch. Warte, ich will das Eisding noch ausprobieren. Mach das. Wenn ich so eine Krabbe erwische. Dann stehen ganz viele Krabben. Ich muss kurz warten, bis es aufgeladen ist. Jetzt. Hübsch. So hübsch. Ich finde den Sturm aber irgendwie am coolsten. Mal gucken, ob sich das noch gravierend ändert. Okay, weiter zurück. Ja. 在冲刺跳跃的过程中，再次点击空格，会进行空中跳跃。Was ich weiß nicht. Irgendwelche Sprünge, was ich schon alles kenne. Oh, wir fliegen. Das ist so cool. Das macht so Spaß. Ich glaube, wir sind so weit gekommen. Wo müssen wir hinfliegen? Da müssen wir hinfliegen. Nee, auf den Boden klatschen. Okay. Ich hab's gehört. Sehr schön. Achtung, es ist heiß. Au. Oh, ich bin fast im Fass gefallen. Hey. Jupp, ich bin ins Wasser gefallen, glaube ich. Wie komme ich hier nicht raus? So. Mal gucken. Und wir wurden jetzt, glaube ich, an den nächtlichen Stand geportet. Und ich denke, das ist auch ein guter erster Cut. Jo. Es geht gleich weiter. Oder morgen. Oder je nachdem, wann ihr die nächste guckt, abgeloadet ist. Richtig. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.